Hallo zu diesem kurzen Video. Ich möchte hier ganz kurz erklären, was der Unterschied zwischen diesen Limit und diesen Stop Pending Orders ist. Und da schauen wir uns jetzt einfach mal gleich an. Wenn wir uns mal vorstellen, diese Linie symbolisiert einen Preis, wo wir gerne einsteigen würden. Und wir sind jetzt aktuell zum Beispiel unterhalb des Preises und würden gerne long gehen oder eben kaufen, wenn der Preis durch diese Linie durchgeht und weiter steigt. Dann müssen wir in diesem Fall eine Buy Stop setzen. Also nicht Buy Limit, sondern Buy Stop. Das heißt, der Kurs geht nach oben, berührt die Linie, kommt darüber, dann wird unsere Pending Order ausgelöst und dann sollte hoffentlicherweise der Kurs weiter steigen. Bei einem Sell ist es eben genau andersrum. Das heißt, wir sind in diesem Fall gerade oberhalb der Linie. Wir wollen also shorten, wenn wir unter diesen Preisbereich kommen. Der Kurs fällt, löst die Pending Order aus, diesen Sell-Stop und dann fällt es hoffentlich weiter nach unten. Bei den Limit Orders ist es dann eben genau andersrum. In diesem Sinne, dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt long gehen wollen, erstmal oberhalb des Preises sind und der Preis erstmal nach unten kommen muss, um eben diesen Preisbereich zu erreichen, wo wir dann rein würden. Dort würde dann die Buy Limit Order sitzen. Das wird dann long ausgelöst, eine Long-Position wird eröffnet und dann steigt der Preis eben wieder weiter. Und bei einem Sell Limit natürlich dann auch ganz klar, da sind wir unterhalb des Preises, wo wir gerne shorten wollen würden. Er muss erstmal ein klein wenig steigen, um eben diese Pending Order auszulösen. Dann gehen wir mit Sell Limit. Sell, also Short, und dann hoffentlich fällt er wieder. Man muss aber eben auch dazu sagen, dass die meisten Handelsplattformen so eingestellt sind, dass man eben die falsche jeweilige Order, das heißt zum Beispiel einen Buy-Limit, wenn ich unterhalb des Kurses bin, gar nicht erst einstellen kann. Also in der Regel kann man da nicht viel falsch machen. Man muss auch dazu sagen, dass es ganz egal ist, ob man jetzt MT4, MT5 oder irgendeine andere Handelsplattform hat. Die meisten Handelsplattformen haben solche Funktionen und da muss man auch noch sagen, es ist ganz egal, ob man Forex handelt, CFDs handelt oder irgendwelche Aktien und so weiter. Das geht in der Regel bei allen möglichen Dingen, wo es eben auch Charts und Candlesticks gibt. Ich hoffe, es wurde verständlich erklärt und ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Video.